Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trains and World 2 Video hier auf der Hauptstrecke München-Augsburg. Diesmal geht es weiter mit dem Fahrplanmodus. Nicht die Reise, sondern einfach die Fahrt, der Fahrplanmodus. Das Ganze wieder mit dem Random Number Generator. Schauen wir mal, was für ein winterliches Szenario wir haben werden. Nummer 4 soll es werden. Also ein klarer Wintertag. Wir haben 10 ganze Züge zur Auswahl. Es wird Nummer 3, sprich mit der 762 DBP BZFA. Also mit dem Nostos. Ja, sieht schick aus. Ich könnte mal sogar noch was mit Lackierung gucken, Lackierung ändern. Was gibt es denn noch für Lackierungen? Zwischen den beiden sehe ich keinen Unterschied. Dann machen wir mal die mittlere. Es gibt 15 verschiedene Möglichkeiten. Ah, okay, verstehe. Das hier ist die 7662 DBPBZFA. Das hier wäre die 7672 DABPBZFA. Und das wäre dann nochmal einmal hier mit DB-Lackierung. Irgendwie. Ich nehme einfach mal die 7662. Ja, nochmal kurz den Zugdienst ausgewählt. Random Generator hat die 15 genannt. 396 Tonnen, 164,5 Yards Länge. Da ist mir dann nochmal aufgefallen, dass ich vergessen habe, das Ganze aufs Metrische umzuschreiben, beziehungsweise dass ich es auch anwende. Ja, und damit herzlich willkommen, mehr oder weniger, nochmal kurz hier aus dem Off. Denn aus irgendeinem Grund habe ich scheinbar, als ich dann das Ganze übertragen habe, die Zugdaten, was für ein Zugdienst jetzt mit dem Random Number Generator raus geworden ist, als ich das übertragen wollte in meine Excel-Tabelle, habe ich scheinbar, ohne es zu merken, mich so rausgeklickt, dass ich ja auf meine Mute-Taste gekommen bin in OBS, die eigentlich relativ schwer zu bekommen ist, denn es ist Shift entfernen, soweit ich mich erinnere. Und ich meine, Shift plus entfernen drückt man nicht allzu häufig. Aber gut, dann kommentiere ich das Ganze jetzt nach. Es war jetzt ein bisschen schade, dass dann dadurch ganzen Emotionen mehr oder weniger verloren gegangen oder gehen werden. Vor allem auch bei den Zwangsen. Kleiner Spoiler. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe das Gefühl, dass, oder habe ich auch im Video erwähnt gehabt, aber das ist mittlerweile schon lange nicht mehr drin, falls nicht mehr drin war, also weil ich mich ausvergemütet habe, dass, in diesem Fall funktionierte, oh Gott, ich dachte, warum ist es ruhig geworden? Ich dachte, mein Kopfhörer spielt mir darum, dass es diesmal nicht so ist, dass Siefer nicht funktioniert hat, sondern dass dieses Mal auch PCB nicht wollte. Ich merke, gut, dann habe ich das halt noch drin, wie ich hier versuche, Leistung zu bekommen. Bis mir dann auffällt, Mensch, den Bremsschlüssel, den du vorher hattest, anvisiert hattest, den hast du vergessen umzulegen. Aber da komme ich gleich dazu. Werde ich gleich finden. Genau, wie gesagt, in diesem Fall funktioniert PCB nicht so wirklich. Ich habe mich auch nicht ganz so gut verhalten, was das Bremsen betrifft. Allerdings bin ich das letzte Mal mit dem Dostos gefahren. Ich glaube, das letzte Mal mit dem Dostos bin ich gefahren in Sonntagsfahrer. Das dürften jetzt auch Monate her sein. Ich meine mich nicht mehr erinnern zu können, dass auf der Hauptstrecke München-Augsburg und das ist auf den anderen Strecken, glaube ich, bisher kein Szenario gab, oder? Also Rosig-Nord bin ich da noch nicht gefahren. Und so weiter und so fort.
Aber ja, ich sag mal so, bei der S-Bahn, beim S-Bahn-Verkehr habe ich gebremst nicht wie eine S-Bahn, sondern eher wie ein Regionalexpress. Und jetzt, wo ich mit dem Regionalexpress fahre, genau umgekehrt. Wobei eher noch schlechter, also eher wie ein Highspeed-Train. Aber ja, weiß nicht, ob das vielleicht auch noch mit der 3 noch reinkommt, dass es halt einfach naja, Schnee ist oder winterliche Bedingungen wir haben. Kann natürlich auch sein, dass es das Bremsverhalten dadurch auch, wobei, nee, da würde ich ja eher rausrutschen. Und da habe ich es halt. Nee, das habe ich jetzt erst gemacht, glaube ich. Also ich finde es auch teilweise ein bisschen verwirrend, dass in manchen Zügen halt überhaupt, dass in manchen Zügen man eine Bestätigung bekommt quasi, dass man das gerade bestätigt. Und in anderen Zügen hämmerst du 300 Mal drauf und weißt immer noch nicht, ob du das jetzt wirklich bestätigt wurde und angenommen wurde oder nicht. Das ist zumindest so mein Empfinden. Aber ist schon schön, so im Winter zu fahren. Ich werde jetzt auch da aussteigen in München, Augsburg auch nochmal das ein oder andere Video noch zusätzlich noch mal aufnehmen hier im Winter. Also ich schätze mal, es wird darauf hinauslaufen, dass ich pro Strecke, von denen ich bereits die Szenarien gemacht habe, nur, in Anführungszeichen nur, zwei winterliche Fahrplanszenarien fahre oder zwei Fahrplanszenarien mit winterlichen Bedingungen. Einfach aus dem Grund, ich meine, wir haben jetzt den 6.3. Und es ist nicht, es sind, wie viele Wochen? 2,5 Wochen? Weil das ist ein Kalender. Der Kalender sich jetzt öffnen würde. Das ist wahrscheinlich hier angezeigt, ne? Wäre ja auch zu einfach. Müsste dann prinzipiell aber dann noch 2 Wochen sein, bis dann der meteorologische Frühlingsanfang ist. Wo ich dann ja auch vom winterlichen ins frühlinghafte wechseln werde. Deswegen würde ich sagen, mache ich einfach nur 2 Szenarien pro Strecke. Ich glaube, selbst dann bin ich dann noch einen Monat drüber. Ich gucke einfach nochmal nebenbei nach, wann denn der meteorologische Frühlingsanfang ist. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele Strecken bin ich eigentlich im Plus so gesehen. Also wie viele Strecken habe ich jetzt schon bereits die Szenarien gefahren. Kann ich da gleich nochmal gucken. Habe ich jetzt Microsoft Edge gestartet oder nicht? Ja. Scheint mir so. So wie es hier gerade am Rumlecken ist. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Sound. Mir gefällt der Sound vom Türen schließen. Soll ich hier wieder zu Beginn noch ein bisschen vergessen, frühzeitig die Bremsen hier zu lösen. Ja, Verspätung, ich glaube, ich weiß gar nicht, die Verspätung. Gut, klar, Bremsschlüssel, pipapo. Dadurch habe ich ja auch nochmal vielleicht 2 Minuten verloren. Also ich. Warum ist denn das jetzt da? Ist doch auch absolut lost. Ich hoffe, dass durch das Öffnen jetzt hier irgendwie keine Probleme kommen, dass erst begriffen. Wo war ich jetzt? ach ja, genau, mir fällt der Sound. Genau, 4 Minuten Verspätung. Also ich habe, glaube ich, 4 Minuten Verspätung ungefähr immer gehalten. Ich glaube, auf dem längsten Abschnitt, wo man wirklich was
Nee, das war das ein meteorologischer Frühlingsanfang oder war das. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Ja, doch, war's. Ich glaube, 20. 21. März. Ja, dann akzeptiere ich das. Öffnet man wieder eine Seite und wird wieder zu bombardiert mit irgendwelchen anderen Mist. Nee, da meine ich nicht die Ma Hä, meine ich jetzt den meteorologischen oder meine ich jetzt den kalendarischen? Ich meine den kalendarischen, oder? Der kalendarische ist am 20.03. Ich glaube, ich meine den kalendarischen. Passt am besten. Na, ich nehme nicht den meteorologischen, sondern den kalendarischen Frühlingsanfang. Oder den astronomischen Frühlingsanfang. Oder, Moment, der astronomische ist später? Der kalendarische oder astronomische, okay. Ja. Denn ansonsten wäre der Frühlingsanfang meteorologisch gesehen bereits schon am 1. März wohl gewesen. Wobei meteorologisch macht ja schon fast prinzipiell mehr Sinn, oder? Wenn ich darauf gehen würde. Meteorologisch, also ich lese mal kurz vor, was ich jetzt hier gerade bei, warum auch immer ich die Augsburger Allgemeine vorgeschlagen bekommen habe von Google. Während ich hier in dem Bahnhof von Augsburg, ich kann es nicht ganz entziffern, weil es so klein ist, einfache. Meteorologisch ist der Frühlingsanfang immer am 1. März 2021, ist das, also immer am 1. März 2021 ist das ein Montag. Dieses Datum ist fix für den sogenannten meteorologischen Frühlingsanfang gesetzt. Denn die Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten unabhängig vom Wetter immer in drei volle Monate ein. In Frühling etwa, in März, April und Mai. Für ein solches Vorgehen nach Quartalen sprechen vor allem statistische Gründe. Daten etwa zum Klima lassen sich dadurch besser vergleichen, wenn der Beginn der Jahreszeit jeweils auf den ersten eines Monats fällt. Okay, das ergibt Sinn. Okay, um Frühlingsbeginn kalendarisch, astronomisch ist der später. Neben dem meteorologischen Frühlingsanfang gibt es aber auch noch den astronomischen, kalendarischen, der über den Sonnenstand definiert ist. Die Sonne steht in. Was? Die Sonne steht in dann senkrecht über dem Äquator. Kein Grund, dass in. Weil Tag und Nacht an diesem Tag gleich lang sind, spricht man zum kalendarischen oder astronomischen Frühlingsanfang auch von der Tag- und Nachtgleiche. Das ist regelmäßig am 19., 20. oder 21. März der Fall. 2021 ist der 20. März. Um genau zu sein, dann um 10:37 und 42 Sekunden Metro-European, ist das die? Ja, mitteleuropäische Zeit. War nicht eigentlich, kann man nicht, warum? Kann man nicht einfach CIT hinschreiben oder so? Oder MED, whatever. Aber interessanterweise, am 2020 war es auch der 20.3. 2021 ist es ebenfalls der 20.3. 2022, 2023 und 2024 ist es, oder wird der Frühlingsanfang auch am 20.03. sein. Interessant. Gut. Dann geht's jetzt ab nach. Aber wir fahren auch noch nach Kissing, okay. Ja, wir sind schon auf einem langen Abschnitt, aber es geht noch nach Kissing. Ja gut, dann ich würde sagen, es ergibt dann doch schon mehr Sinn, wenn ich wirklich nach dem mich
was die Projekte wie ATS, ETS 2 und Transom World 2 betrifft, weil ich mich da wirklich eher nach den kalendarischen bzw. astronomischen Jahreszeiten anfängen orientiere, da das Ganze ja dann doch eher, ja, wie soll ich es jetzt nennen, eher, dass es halt nicht wegen den statistischen Daten ist, sondern halt wegen des Sonnenstandes. Da ergibt es dann doch schon mehr Sinn, wenn ich mich daran orientiere. Sprich, es wären jetzt noch 2 Wochen. Puh, ich glaube, das sind noch einige Videos, ne, wenn man bedenkt. Okay, vom East Coast habe ich bereits beide Videos aufgenommen. Dann kommt noch hier eins von der Hauptstadt in Augsburg. Dann ist schon mal eine Woche weg. Dann 2 von der Schläferstadt Köln. Dann wäre der meteorologische Frühlingsanfang. Dann hätten wir noch London Underground Bakerloo Line. Dann Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Dann gäbe es noch. Ach, jetzt muss ich überlegen. Dann gäbe es noch die Tees Valley Line. Dann Southeastern High Speed und Southeastern High Speed, und jetzt habe ich es einmal vergessen. Und hier die Mediterranee-Strecke. Da wäre ich 5 Wochen, also wäre ich einen ganzen Monat über dem, also nach dem Frühlingsbeginn. Ich würde sagen, ich orientiere mich dann doch ein bisschen um, dass ich das Ganze dann doch nicht ganz so krass mache, sondern einfach sage, okay, es wären jetzt noch 5 Stück. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt noch von East Coast Way, heißt 1 habe ich schon mal. Jetzt muss ich nochmal gucken, es wären, ja. Dann bleibt jetzt bei der Hauptstrecke München-Augsburg mit einem winterlichen Szenario. Dann gäbe es noch die Schläferstrecke Köln, die London Underground Bakerloo Line, die Tees Valley Line, den Southeastern High Speed. Rhein-Ruhr, ich glaube, das war alles. Dann wäre ich diesbezüglich, ich habe das eine vergessen, dann wäre ich diesbezüglich 1,5 Wochen drüber. Das würde noch gehen. Ich glaube, ich belasse das dabei, aber ich ändere das um, dass ich sage, okay, dass ich jetzt vor jeder Strecke einen weiteren Fahrplanmodus im Schnee fahre und ja. Genau. Ist, glaube ich, vernünftig. Warte, ich will jetzt ausgehend davon bei 6. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, ob ich wirklich bei 1,5 Wochen quasi drüber bin. Ich weiß selber nämlich gar nicht mehr ganz genau, wie viele. Ach nee, Moment. Wo habe ich jetzt nochmal nachgeschaut? Ich glaube, ich habe das hier im Dings nachgeguckt. Nämlich, wie viel ich jetzt drüber bin. Ja gut, das ist aber praktisch. Das Ganze muss ich ein bisschen laden. Aber ich glaube, es ist nicht verkehrt. Also ich bin dann vielleicht 1,5 Wochen drüber, vielleicht 2 Wochen drüber, was die richtige Jahreszeit betrifft. Und danach meist dann wirklich so, dass ich einfach sage, okay, ich nehme. Da kann ich eigentlich auch überlegen. Wait a second. Man kann es ja ausrechnen. Und damit kann ich jetzt nicht rechnen, weil ich das noch brauche. Wir haben ja ungefähr 52, 53 Wochen. Das kann man ja ungefähr gut ausrechnen. Ansonsten. Das wird durch 4. Das wären 13.
Das heißt 13 Wochen mal ungefähr 2 Videos, das wären 26 Videos. Jetzt ist die Frage, wie viele ganze Strecken ist das jetzt, die ich noch gar nicht habe und so weiter. Muss ich wieder mal nachrechnen. Aber erstmal wollte ich gucken hier, Schwein zum Beispiel 2. Hallo, Filter? Ja, danke. Wie viele Strecken ich bisher gerade habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Ja, das kommt hin. 8 Stück. Hier haben wir noch einige, ne? Also 8 Stück. Dann hier Rapid Schweinsee werde ich noch machen. Noch anfangen mit dem Dingsbums und so weiter. Puh. Da wären wir jetzt bei 10. Das ist ja wieder so eine ungerade Zahl, ne? 10. Puh, waren noch andere dabei? Ich weiß gar nicht, ob da noch welche sind. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich einfach mit 2 Videos. Also ich bleibe dann bei dem 2 Videos im Frühling-Ding. Wie es der ursprünglich auch im Winter hatte. Das passt, glaube ich, ganz gut. Das passt, glaube ich, wirklich ganz gut. Wieder zu Analytics. So, und jetzt geht's nochmal nach... Oh, ich kann es nicht ganz sehen. Ich könnte es natürlich größer machen, allerdings kann ich es dann nicht wieder verschieben. Deswegen muss ich mal kurz hier das... Ach, Meerregen, so war das, genau. Das belasten wir nicht. Also ich habe ja gefühlt von dem, was ihr jetzt gerade seht, davon sehe ich gerade ungefähr ein Fünftel oder so. Es sei denn, ich... zoome noch mal rein in das Bild. So. Also, ja, wie ihr wahrscheinlich schon sehen konntet, habe ich den Bremspunkt bisher nie wirklich gut gefunden. Also, ich habe der beste Haltepunkt war im. Oh, wie wird in München Augsburg, in München Hauptbahnhof sein? Das ist ein Kopfbahnhof, das ist nicht so schwer. Da, wenn man da übers Ziel hinausfährt, dann, naja, Prost Mahlzeit. Ja, das ist der einzige Vorteil in Anführungszeichen daran, dass das jetzt nachkommentiert wird, ist, dass ich nebenbei hier noch weitermachen kann, dass ich hier bei den Mobile Games, die ich hier im Emulator von BlueStacks habe, nebenbei das Ganze noch machen kann. Der einzige Nachteil ist, dadurch verliere ich jetzt also wieder eine weitere Stunde, die ich halt hätte sinnvoller nutzen können, wenn ich unter die Dusche hüpfe. So, was ich dann prinzipiell gesehen... während das zweite Video für den Tag gerendert wird. Ich bin halt wieder super zeitig dabei. Während das halt gerendert wird, wäre das eigentlich auch weiter gehen können, aber gut. Ja, aber ich verliere jetzt wieder eine Stunde wegen Nachkommentieren. Aber gut, ist halt wie es ist, kann man nicht ändern. Und jetzt geht's nach München-Pasing, 21 Kilometer haben wir vor uns. Ja. Was ist denn eigentlich eure Lieblingsstrecke in Trains in World 2? Neuer Lieblingszug. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es eine deutsche Strecke sein wird und dass es ein deutscher Zug sein wird. Ich muss sogar mir gefallen, ja, dann ich bin eher so ein Typ, der dem gefallen eher die Sachen, die man nicht so alltäglich auf der Straße sieht. Oder auf den Schienen.
Einfach weil es halt was anderes ist. Ja, was man selber nicht alltäglich im Alltag sehen kann. Ja, wow, alltäglich im Alltag. Doppelt gemoppelt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was für ein Zug mir so am ehesten wirklich gefällt. Ich glaube, ich habe da gar nicht so wirklich einen Liebling. Aber ich find die Güterzüge beispielsweise, die amerikanischen Güterzüge interessant. Also einfach, weil es halt solche elendig langen Züge sind mit teilweise 150 plus Waggons und so weiter, die dann gezogen werden von sechs Loks vorne, zwei, drei Loks hinten oder was auch immer. Aber das ist schon interessant. Also teilweise, also wenn ihr amerikanische Züge sehen wollt, dann kann ich euch nur den Kanal empfehlen, Virtual Whale Fan. Da gibt es diverse Livestream-Kameras. Ich habe auch alle 2 Tage ungefähr 40 Minuten lange Videos, wo dann von allen Kameras so das Beste der letzten 2 Tage gezeigt wird. Da gucke ich auch gerne mal rein. Also ich habe teilweise habe ich das relativ stark gesuchtet. Also da liefen dann die Livestreams, teilweise sogar 2 Livestreams liefen dann teilweise so im Hintergrund mit Ton. 16 Stunden am Tag. Da habe ich teilweise dann doch schon ordentlich reingesuchtet, was das betrifft. Aber es war halt auch interessant. Aber teilweise auch interessant, halt, wie das ganze Streckennetz ist. Also, dass man. Dass die Amerikaner halt doch schon eher auf Güterzüge sind, also nicht so wirklich auf Personenzüge. Schon faszinierend, finde ich. Deswegen habe ich hab bei eine Cam halt Aufgabe, wo man halt immer wieder M-Tracks vorbeifahren sieht oder sah. Oder ja, eigentlich sieht noch immer noch. Ist ja immer noch so. Und auf einer anderen, wo halt eine relativ hochfrequentierte Güterzugstrecke ist, wo teilweise innerhalb von 24 schon. Wie war das? 180 Züge? War das 180 Züge? Das waren 180 Züge, glaube ich. Oder waren es 80? Ich weiß nicht, aber schon eine Hausnummer. Also teilweise in einer Stunde sind da teilweise, ich weiß nicht, was meine Hochzeit war, was ich mitbekommen habe. Bestimmt 8 Züge vorbeigefahren. Dafür ist dann halt auch wieder das Internet so interessant. Ich habe neulich auch ein Video gesehen in, das müsste Thailand, glaube ich, gewesen sein. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Allerdings aus einer Lokführerkabine. Es ist schon interessant, so wie das Streckennetz halt sich auch unterscheidet, aber halt von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent unterscheidet, aber halt trotzdem noch eine gleiche Konstante hat. Das Einzige, was jetzt hier beispielsweise bei dem Dostos ein bisschen schade ist, dass es halt so leise ist. Aber ist halt ein Elektrozug, das haben wir halt auch nicht vergessen. Ist halt nichts Dieselmäßiges. Oh, da habe ich ja, da habe ich auch hier in diesem Fall wieder sehr spät dran gedacht, dass ich mal wieder. Dass ich mal hupen könnte. Ich habe noch bei den Videovorschlägen von YouTube habe ich glaube ich noch gerade aktuell. Strecke von Paris-Toulouse, die mal vorgeschlagen wird aus der Führerstandsperspektive. Ist mir noch. Da habe ich da glaube ich noch so das ein oder andere Video, was ich auf später angesehen habe.
aus Norwegen. Von einer Dame, die das immer wieder hochlädt und so weiter. Und teilweise auch Livestreams macht. Aus Norwegen halt. Ich wollte was sagen, jetzt vergessen. Verdammt. Der Moment, wenn man halt wieder was im Kopf hat, während man redet und das dann plötzlich wieder weg ist. Ja, allerdings, ich habe noch so viele Videos prinzipiell, die ich in letzter Zeit halt liegen lassen habe. Also, boah. Da arbeite ich mich auch gerade hinterher. Teilweise Kochvideos oder Reactions zu Kochvideos. Dann diverse andere Videos, wo ich glaube ich im September aufgehört, nee, im Dezember aufgehört habe zu gucken. So, ich glaube 23. 21. Dezember habe ich aufgehört zu schauen. Ja, das sind auch super, noch viel, super viele Videos. Dann brauche ich gar nicht reden. Ich habe irgendwann mit Thermalcraft ein bisschen aufgehört zu gucken und wollte dann wieder weiterschauen, weil ich wieder so ein bisschen reingekommen bin in Dings, um halt so ein bisschen Inspiration zu. Also wieder reingekommen bin in Minecraft und ich das. Und ich Thermalcraft-Videos halt dann auch eher gerne nutze, um mal ein bisschen Inspiration zu bekommen. Ist jetzt wieder am Bahnhof Mammendorf vorbei. Und ich glaube, da, allein da, wenn ich jetzt nur sage, okay, ich möchte jetzt ich glaube, so fünf Creator, die habe ich immer regelmäßig geguckt. Sind das fünf? Ja, ich glaube schon. Wenn ich nur alleine von denen die letzten Videos dann schauen möchte, dann bin ich auch schon wieder bei garantiert bei 200 Videos, die dann noch zusätzlich dazu kommen. Also, 200 Videos ist ein bisschen übertrieben gewesen. Ich glaube 150 Videos. Und 120 Videos ungefähr. Was halt auch nicht wenig ist. Also, ich habe dahingehend noch ein bisschen was vor. Das sind eigentlich so Sachen, die man halt sehr gut machen kann, während das Video gerade rendert. Wenn man gerade, wenn ich gerade mal wieder so plebbig bin und am Tag rendere, weil ich, so super vorproduzieren, in Anführungszeichen. Und so super konstant bin mit, ach ja, ich habe hier noch ein bisschen was. Ich könnte ja mal am Tag rendern. Ich könnte über Nacht rendern, aber nee. Ich mach's dann doch nicht. Weil ich einfach vorher nicht geeditet bekomme. Ich muss aber schauen. Ich habe jetzt ja wieder ein bisschen angefangen mit City Skylines, also ich würde jeden Teil halt schon ein bisschen weiter voranbringen und das Projekt voranbringen, die Stadt voranbringen und ja, ich kann dann vielleicht auch beenden die Stadt. Das wäre immer so ein großes, das ist immer so ein Ziel von mir, so eine Stadt wirklich zu beenden. Nebenbei werde ich wahrscheinlich morgen anfangen mit Anno 2205, was ich da wieder aufnehme. Also ich hätte eigentlich prinzipiell sogar, glaube ich, noch 1,5 Stunden Videomaterial rumliegen, aber da ich das jetzt doch wieder ein bisschen strukturierter machen möchte und nicht, okay, ich möchte jetzt hier die Credits, grüne Zahlen schreiben und dann mache ich hier was, dann mache ich da was und dann mache ich dort was und dann mache ich wieder hier was und es einfach so chaotisch ist. Weil ich dann beim Schneiden selber gar nicht wirklich weiß, was ich jetzt drin lasse, was ich rausschneide und was auch immer. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich lösche einfach das, die komplette Datei und fange dann quasi in Anführungszeichen frisch an. Und sage dann, okay, ich arbeite mich peu à peu dann dahin, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Geld, keine Geldsorgen mehr.
wo das Geld wieder reinkommt. So, dass ich dann quasi erstmal sage, okay, ich möchte überall kein Defizit haben, sondern ich möchte überall quasi bei allen Produkten grüne Zahlen schreiben und irgendwann kommt dann halt auch das Geld dazu, so, ne? Also. So dass ich quasi prinzipiell jedes Produkt, was quasi exportiert werden kann, wenn ein guter Preis da ist, dass ich quasi jedes Produkt verkaufen kann. Das wäre so quasi der Bonus dahinter, dass ich dann halt da doch noch mal zusätzliche Credits dazu bekomme. Ah, stimmt, jetzt kommt ja gleich der Wechsel von dem auf die Schnellfahrstrecke. Der Schnellfahrstrecke. Deswegen muss ich hier gerade abbremsen. Aber mal schauen, ob das wirklich. Mal schauen, ob ich das so hinbekomme. Die eine große Insel ist ja auch so schon ordentlich zugekleistert. Und nebenbei jetzt auch wieder angefangen, also was hat angefangen? Also eigentlich hättet ihr das gestern schon sehen sollen, aber ja, ich habe es vergessen, dass ich es hochgeladen hatte. Und da YouTube bei mir so ein bisschen irgendwie die Videos nicht raus wirklich verbreitet, wenn ich sie quasi frisch veröffentliche, wenn ich sie quasi einen Tag rumliegen lasse bei den Kanalvideos, habe ich es wieder gelöscht, nachdem mir aufgefallen ist, wait a second, du hast was vergessen. Das ist mir heute gegen 12:30 aufgefallen. Nachts. Soll ich das einfach dann morgen dafür veröffentlichen? Also, es ist uns zwar auch eher kapitelmäßig, also wieder Storyline und so weiter, ähnlich wie jetzt in Transportfieber bei der Kampagne, die ich ja gerade noch aktiv zu Ende bringe. Und ja, da kann man nochmal gucken, ob ich da noch mal ein paar Szenarien mache, also so oder freies Spiel mache. Also ist eigentlich schon ganz nice, finde ich, das Game. Also so. Da war ich jetzt am Überlegen bei der Aufnahme, ob es ein ICE3 war oder ein ICE3M. Soweit ich mich erinnere, müsste das ein ICE3 sein. Ich glaube, der ICE3M war auf der Schleifstrecke Köln. Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auch jetzt, wo ich quasi nachgucken könnte. Ja, genau, wie gesagt, das ist halt auch Story mit bei, also bei den Kapiteln. Gibt es natürlich auch DLCs. Könnt ihr nochmal gucken, wie viel die Scheine eigentlich kosten. Wo es halt Mexiko gibt und so weiter. Also das wäre schon interessant. Wäre schon interessant. Einfach so nebenbei nach. Und ja, eigentlich habe ich auch noch auf dem Schirm, dass ich mit Surviving Mars anfange und das auch grün mache, den Planeten, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wo ich das hin und unterbringen möchte. Welches Projekt quasi dafür weicht. Und das also ich habe das Gefühl, ich habe auch wieder aktuell wieder zu viele Projekte am Laufen. Aber beginne sie zum Laufen zu bringen. Aber gut. Der Kanal ist ja auch nicht irgendwie auf eine Sache spezialisiert, sondern. Also,
Ja, schon irgendwie so ein bisschen auf Simulation und so. Ich weiß nicht, was heißt ja Simulation? MMORPG ist auch mit dabei. Aber halt auch schon eher simulationsmäßig, ne? Also. Kann man doch schon, glaube ich, so sagen. Aber was auch schön ist bei Railway Empire, da man hat halt auch diesen Erforschung oder diesen Forschung für Fortschritt, das Forschungs für Fortschritt Prinzip, wie es ja beispielsweise auch bei ja durch den Technologie Nexus hat man das ja auch bei 2105. Das Ganze hat man ja auch bei Surviving Mars und so weiter. Boah, wo hat man das denn noch? Okay, bei Civilization hat man es, mir fällt sogar gerade nichts ein, was. Das, ob ich jetzt gerade selber gerade hier im Dings habe. Auf dem Kanal schon hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber das finde ich auch schon nice. So haben wir so ein bisschen auf was hin. Oh, jetzt kurz vor München Parsing. Das ist kurz, ja, 1,1 Kilometer. Das kann ich sogar noch entziffern. Genau, also da. Da konnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich nach den ganzen Kapiteln, nach den amerikanischen Kapiteln, nach den amerikanischen Szenarien, dass, sofern ihr dazu Lust habt, dass ich dann eine Welt aufmache, komplett von Anfang an ein freies Spiel mache, wo ich dann erforsche und so weiter und dann so fort. Das Ganze dann ein Fortschritt wird, konnte ich mir gut vorstellen. Also, wenn ihr davon ein freies Spiel sehen wollt, dann sagt es gerne. Schreibt das dann gerne unter den Videos. Wir hier am gucken. Wo ich hier gerade Hitman 3 sehe. Ich habe noch Hitman rumliegen. Oh Leute, Surviving Mars ist demnächst bei Epic Games auch gratis. Hat mir sogar, glaube ich, auch da quasi kostenlos, glaube ich, geholt. Und dann noch mal zusätzlich das DLC dann geholt für Dings, ne? Astrony wäre schon. Also auf Astrony hätte ich auch Lust. Railway Empire zum Store. Und der nächste Halt ist dann jetzt auch München Hauptbahnhof auf Gleis 18. Und auf diesem Abschnitt werdet ihr in 2-3 Minuten sehen. Habe ich dann auch gemerkt, dass das Ganze mit DZB, genau,
mit der PCB nicht so wirklich funktioniert, dass ich mich da nicht wirklich, also ich das nicht wirklich acknowledgen kann, also nicht beschädigen kann. Genau, es gibt, okay, es gibt einige Add-ons für Rebel Empire. So im 8 bis 9 € Bereich. Zum einen gibt es da Mexiko, The Great Lakes, also einmal Mexiko, dann nochmal Amerika. Richtung Chicago müsste das dann sein. Dann gibt es Crossing the Ends. Also weiter Richtung Südamerika, dann Großbritannien und Irland, dann gibt es Deutschland. Dann gibt es Frankreich, Nordeuropa mit Schweden und winterlichen Ebenen und Down Under. Also sind 8 Add-ons schon nice. Wie gesagt, da könnt ihr mir vorstellen, dass ich nochmal damals das reinpacke. Ja. Aber schon gut zu wissen. Weiß ich denn darin gehen, zumindest schon mal Bescheid. Aber ja, ich wollte einfach so ein bisschen mehr Challenge-Sachen und Story-Sachen wieder ein bisschen auf den Kanal bringen. Ohne halt wirklich so den simulationsmäßigen wirtschaftlichen Aspekt außer Acht zu lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Rebel Empire, als ich weiß gar nicht, welches Video das war. Ich glaube, als ich eins der letzten Nimbi Rails Videos hochgeladen habe, wurde auch nach Rebel Empire gesucht und auf das Video geklickt. Deswegen dachte ich mir, okay, da hatte ich ja sowieso schon wieder ein bisschen Bock drauf, das nochmal wieder reinzuschauen oder das da ein bisschen was zu machen. Und da es da die Kampagnen gibt, dachte ich mir, okay, dann beginne ich einfach mit den Kampagnen oder die Kapitel und danach nochmal die Szenarien, dass ich halt, also die Kapitel storymäßig und die Szenarien sind dann halt doch schon eher für den Challenge-Modus so gesehen zu haben. Einfach weil sie bei dem direkten sind halt wirklich challenge-mäßig sind. Also auch nicht einfach waren. Gut, vielleicht war ich halt da auch noch ein bisschen unwissender und unerfahrener, was so die ganze Strategie-Simulation-Schiene betrifft. Aber ich wollte halt einfach mal wieder so ein bisschen reinschauen. Und dachte ich mir, gut, wenn nicht jetzt, wann dann? Genau, da kam für mich jetzt gerade komplett random hier die Zwangse. Ich glaube, danach kam noch mal eine, bevor ich dann PCB deaktiviert habe. Aber noch habe ich es drin gelassen. Sollte man das vielleicht einfach nochmal nebenbei hier auch so eine Sticky Note notieren? Toll, es wird diese Sticky Note noch geladen oder was? Das ist ja wieder super. Windows. Wo sind da? Kurznotizen, Task beenden. Da lade ich gleich nochmal neu.
Ich habe wieder vergessen, was ich mir notieren wollte. Das ist natürlich auch super. Danke. Gut, also gut, dass die eine Sekunde verpackt war. Was wollte ich mir nochmal notieren? Ach genau, jetzt weiß ich wieder, dass ich nur ein Szenario im Winter bei den anderen Strecken fahre. Nur sicherheitshalber, dass ich einfach notiert habe und ich einfach jetzt wieder zwei aufnehme. Das heißt, ich werde sogar tatsächlich dann bei dem einen ATS-Video noch sogar die Wintermod rausnehmen. Also die Kanada-Wintermod-Dingsbums. Wobei, nee, ich glaube, ich gehe dann eher. Ich gucke mir dann vorher nochmal Wetterbericht an, wie das denn da aussieht aktuell. Wo zumindest das aussehen soll. Noch orientiere mich daran. Ah ja, genau, perfekt. Das war das, was nicht geladen hat. Das ist das, das ist das. Schreibe ich mal hier drunter. Genau, jetzt können wir mal die zweite Zwangse, worauf ich das dann deaktiviert habe, wie ihr sehen könnt. Nur in Caps ein winterliches Fahrplan-Szenario pro Fehlen der Strecke. Ausrufezeichen. So. Man kann da angehen, zumindest schon mal nichts schief gehen. Hoffe ich. Ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber man kann ja wohl nochmal hoffen. Da bin ich ein bisschen Gefechtfänger und einfach nur auf die Q-Taste drücke, bin ich noch auf die 1 zu kommen. Da ist also alles nicht geplant. Und ich merke schon. Oder ich. Ah ne, egal, ich war einer, Moment, forget it. Ich habe hier ein bisschen vor aufgenommen, ich wollte gerade sagen. Ich muss nochmal angucken, ob das passt. Da ich ja beim Nachkommentieren nochmal unterbrochen wurde. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt gerade noch akkurat, wirklich akkurat bin oder nicht. Vielleicht nochmal einen auf 1, 2, 3, 3. Ja, wobei, nevermind. Hat doch nicht geholfen. Schon lange her, als ich nachkommentieren musste, glaube ich. Echt ewig her. Mein Selbstzweifel lässt sich ja schwer bestätigen. Wieder gleich wechseln. Ne, okay, es geht hier links rein. Zumindest eigentlich nochmal die Punktzahl für die 10.000, fürs Halten. Und mehr wird es nicht geben. Ach ja, genau, ich weiß jetzt hier, was ich ungefähr sagen wollte. Peter zumindest wieder diese katastrophale Fahrt durch die ganzen Siefers und ein bisschen drüber fahren. Um sie in zukünftigen zufallsvorausgedingsten Bums fahren zu können, um wieder das verbessern. Ich schätze mal, es wird keine Goldmedaille geben. Aber ist dann halt so. Das war ja ein Kopfbahnhof, da war ja was. Den Bremspunkt, den Brems...
Startpunkt hier zu treffen oder den Haltepunkt hier zu treffen, ist ja hier richtig essentiell. Das ist schon krass, wie viele Kopfbahnhöfe implementiert sind in Train Sim World. Auch in Train Sim World 2. Ja, gefühlt auf jeder Strecke von DTG von Train Sim World 2, fast volle Punktzahl, gibt es ja gefühlt, ich glaube, ich kann aussteigen, ne? War das aussteigen? Nein, ich muss noch einsteigen lassen, ich weiß es nicht, ich glaube, ich kann sogar aussteigen, ist ja gefühlt auf jeder neuen Strecke in Train Sim World 2 gibt es ja gefühlt einen Endbahnhof. Wobei, ich weiß gar nicht, ob es auf der Bakery Line war. Ich glaube da eher weniger, aber ich kann mich nicht dran erinnern. Muss ich den echt nochmal zumachen? So, mal 250 Pünktchen dazu fürs Beenden. Achievement unlocked. Off to a great start. Okay, nur eine Silbermedaille, aber dann habe ich ja schon was gerechnet. Level 46, neues Level, ich weiß es nicht, ich glaube schon. Insgesamt 10.000 Punkte gab es. Noch 10.000 Level bis zum. 10.000 Punkte bis zum nächsten Level. Zeit benötigt: 56 Minuten, 61,2 Kilometer zurückgelegt. Wie gesagt, 10.398 Punkte, keine Goldmedaille, sondern eine Silbermedaille. Beste alte Position war in München, Hauptbahnhof auf Gleis 18 mit 2,31 Meter Haltegenauigkeit. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Train Sim World 2 Video wieder.